Im Pfingststream letzte Woche hatten wir mal kurz reingeschaut in die Caravan Sandwich Demo, aber schon gleich gemerkt, dass das nichts ist, wo man die ganze Zeit zu zweit drüber labern kann, dann auch noch den Chat beobachtet und trotzdem noch halbwegs versteht, was man da eigentlich im Spiel machen muss. Deshalb will ich es mir jetzt nochmal in Ruhe anschauen, weil ich den optischen Stil von diesem Spiel so charmant finde und gespannt bin, ob das inhaltlich da mithalten kann. Also gucken wir mal rein. Caravan Sandwich. Muss ich gerade mal gucken, ob das, wann das eigentlich rauskommen soll. Caravan Sandwich. Das soll rauskommen noch dieses Jahr. Nee, das ist noch nicht. Doch, dieses Jahr soll es noch rauskommen. Okay. Gut, also. Welcome to Caravan Sandwich Demo. The part you're going to play takes place right after the game's introduction. So, here's a bit of context for you. You play as Sarge. Und... das spielt hier kurz nach der Einleitung des Spiels und man hat eine Nachricht. Man spielt eine Figur, die Sarge heißt oder Sauge oder ich denke, es wird, also ich hoffe, es wird Sarge ausgesprochen. Und man hat ein Notsignal empfangen, denn unsere Schwester ist verloren gegangen und das Signal führt uns nach Sigalo, unseren Heimatplanet, und Estello Village's Elder Rose. Achso, und das geht nach ins Estello Village und da gibt es ein Waisen ist vielleicht übertrieben, aber ein Dorfältesten oder so kann man sagen, oder eine Dorfälteste, Rose, die leitet uns ihren Van, sodass wir uns auf die Reise machen können, und wir haben die letzte Nacht in ihrem Haus verbracht und jetzt beginnt ein neuer Tag. So, und das sieht schon mal so hübsch aus. Ich kann mich sogar schlafen legen. Erstmal gleich wieder schlafen legen. Das ist ein Fritz-Simulator, könnte man fast sagen. Aber passiert da jetzt irgendwas? Oder ist das nur so eine nette kleine Animation? Ich tippe auf nette kleine Animation. Ja, zumindest sieht man mal ein bisschen das Zimmer. Aber mehr ist da nicht. So. Auf zu neuen Taten. Also hier in dem Haus zu schlafen ist nicht wesentlich ruhiger als im Raumhafen. Ich muss Nefle finden in ihrer Garage. Sie wollte mich sehen. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Aber man sieht schon, ne? Trotz dieser etwas rustikalen Behausung, es ist halt doch auch Technologie im Spiel. Denn wir kommen von einem Raumhafen. Da haben wir auch gehört, Heimatplanet, also es scheint verschiedene Welten zu geben. So, you're waiting for your... Also sie warten im Dorf auf mich. Sie planen wohl irgendwas für mich. Was meinst du? Naja, schau einfach mal nach. Na dann. Ach. Ich kann gleich mal gucken. Kann die gleich mehrere Sachen? Ah, okay, sie haben mehrere Sachen zu sagen. Sie war auf jeden Fall sehr begeistert davon. Auch wenn ihr Gesichtsausdruck was anderes sagt, aber ihr Text sagt, sie war... es hat ihr sehr gefallen, gestern Abend mit mir sich zu unterhalten. Und das erinnert sie an die Zeit, wenn Garens vorbeikam, um sie zu besuchen. Wirklich? Warum hängen wir hier noch rum? Finde ein Abenteuer. Okay, na dann finden wir mal ein Abenteuer. Dieser optische Stil gefällt mir richtig, richtig gut. Ich kann springen. Ich kann... Habe ich hier irgendwas auf den Tasten? Kann ich noch irgendwie rennen? Ah ja, mit dem rechten Trigger kann ich rennen. Und hier sind so ein paar Interaktionspunkte. Okay, also das ist irgendwie eine Hilfsmaschine für die Gartenarbeit. Ah, das sind Punkte, die man, das sind quasi so, ja, Points of Interest, die man abarbeiten kann. Was ist das? Ein neues Objekt. Gewöhnliche Komponente. Die meisten gewöhnlichen Komponenten, namentlich Transistoren und andere Basisteile, für irgendwelche Geräte. Das
kann ich hier Inventar drücken und habe das. Ich habe die Schlüssel zum Van. Ich habe ein Unjammer, ein Device von Nefle. Gave me that overloads and magnetic strips of the jammers to deactivate them. Okay, also damit kann man irgendwelche Störgeräte ausschalten. Oder so ähnliche. Eine Toasteruhr. Moment, was? Eine Uhr, die permanent zum Social Network, also zum sozialen Netzwerk des Konsortiums verbunden ist. Aha. Und ein Familienfoto. Ach, guck mal, da ist die Schwester. Und ihre zwei Väter. Ah, okay. So. Dann haben wir Signal Lost. Habe ich gut geschlafen? Commit me at the, also ich soll zur Garage kommen. Und dann checken wir mal hier die Location der Störsender aus. Ach, das ist glaube ich das, was wir in der Demo schon angefangen haben, damit die Karte dann so langsam aufgedeckt wird. Und ich kann das auf der Karte mir auch zeigen lassen. Genau, hier sieht man nämlich schon, dass manche Bereiche noch quasi, ja, oder was heißt manche, fast alle Bereiche noch verdeckt sind. Da unten ist das Dorf, wo wir hin sollen. Da sind auch eine ganze Menge Leute drin tatsächlich. Okay. Hier oben ist Rose House. Da oben ist der Hydro Post. Und da sind die Höhlen. Na gut, hier haben wir noch die Settings. Genau, der Toaster. Kommunikationsgerät. Ach, guck mal hier. Hier kam der Alarm. Attention, für Masco Garants ist ein Notruf. I've been from the network on the planet of Cigano. Spaceship registers to Masco Garants is in critical state. Garants, but that's impossible. Reminder 3 days since the distress signal was sent. If you no longer wish to receive reminder, stop. Okay, also hier ist nochmal der Notruf. Kann ich denn schwimmen? Es wird einfach nicht tiefer. Ah, okay. Ja, irgendwann sagt er dann doch, hier ist nichts. Bin ich übrigens ein sehr legitimes System. Also manchmal tun sich die Spieler ja schwer damit, so Grenzen irgendwo hinzusetzen. Und ich hätte das zum Beispiel bei Hellblade auch nicht schlimm gefunden, wenn sie sich dann irgendwann umgedreht hätte und gesagt hat, ja, hier muss ich aber nicht lang. Wäre mir lieber gewesen, als die doch teilweise sehr nervigen Dings hier, die nervigen unsichtbaren Wände. Oh, ein bisschen lauter. Ich kann ein bisschen mehr hören. Aber hier, Sprachausgabe gibt es leider nicht. Ich liebe diese Höhle. Es hat sich immer angefühlt, als wäre ich ein Abenteuer, als ich hier rein bin. Dad und Pop especially did not, also die Eltern mochten das nicht. Okay, dass er den einen Dad und den anderen Pop nennt. Neues Objekt, ungewöhnliche Komponente, okay. Vielleicht muss man auch dann noch Sachen zusammenbauen irgendwie. Was haben wir hier? Pilze, aha. Deshalb wollten die Eltern nicht, dass man hier hingeht. Die Kinder nur wieder am Pilze essen sind. Diese Drogen. Okay, also unsere Spielfigur mag die Pilze nicht, aber irgendjemand wird sie schon mögen. Ja, hier wurde nämlich gesoffen in der Höhle heimlich. Aber, ah, okay, da gibt es ja noch mehr Infos. Wenn die Flut kommen würde, hätte man nicht genug Zeit, aus der Höhle rauszukommen. Aber er hat wohl vergessen, dass es schon seit einer ganzen Weile keine Flut mehr gab. Stimmt was mit dem Planeten nicht? Das Konsortium hat den einzigen Mond des Planeten annektiert und boned. Was heißt boned? Also irgendwie. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Am Ende des Tages möchte ich mich nicht in den Säuresee springen und auflösen. Aber ich bin gerade in den Säuresee reingerannt. Also irgendwas haben die mit dem Planeten auf jeden Fall gemacht. Mit dem Mond, sodass der sich scheinbar nicht mehr auf die Flut, Ebbe und Flut auswirkt. Ich weiß nicht, was Boned heißt in dem Fall. Aber es ist auch schön, dass die Pflanzen sich bewegen, wenn man durchläuft.
Also in der Optik hätten sie mir auch ein neues Beyond Good and Evil geben können. Das ist so schön. Frage ist nur, was macht man am Ende des Tages in diesem Spiel? Ob auf der Insel noch irgendwas ist? Aber wahrscheinlich ist das nicht so doll, wird es wahrscheinlich gar nicht sein mit dem Erkunden. Sie werden es wahrscheinlich nicht so sehr, so krass machen, dass man wirklich jede Ecke checken muss. Aber hier waren noch schon die gelben Markierungen. Ich habe jetzt mal eingeschaltet, dass sie bei so kleinen Sachen von selbst klettert. Bei größeren Sachen muss man eine Taste drücken. Aber hier geht's auch. Oder da hinten auf diesem Turm war Julius, glaube ich, schon. Das ist hübsch, ey. Ja, was ein guter Style, gut ausgeführt, kann halt doch schon viel reißen. Ein bisschen so aus, als könnte man noch höher. Oder? Hier vielleicht. Oh, jetzt. Ah, okay, das ist jetzt hier das Geräusch vom, dass das Signal gejammt ist. Also hier sind wir im Störbereich. Das hat ja total was von Beyond Good and Evil. Oh, da hinten ist auch irgendwas auf dieser Insel. Da braucht man bestimmt irgendein Zusatzgerät. Und jetzt sind auch tatsächlich ein bisschen Spiegelung in dem Wasser drin. Oh, da ganz hinten ist eine Bahn. Und dahinter dann nochmal dieser, ja, Sturm. Das Auge des Sturms. Tornado-ähnliches Ding. Geil. Das ist echt cool. I like. Es gibt keine Kämpfe in dem Spiel, das weiß ich schon. Und es gibt auch keine... Also ich glaube, man kann nicht sterben. Weil ich da nicht ganz sicher bin. Aber es gibt auf jeden Fall keine Kämpfe in dem Spiel. Ein reines Rätsel- und Erkundungsspiel. Aber gut, wenn man so tief fallen kann, wird es ja vielleicht doch irgendwie Fallschaden oder sowas geben. Ich hätte es jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn in der Art von Spiel noch ein Kampfsystem dabei gewesen wäre. Oh. Hallo, na du? Oh, guck mal, er folgt mir sogar so ein bisschen vom Blick. Ist ja geil. Oh, eine Drohne. Hey, warte, komm zurück. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Ah, da hätte man runterrutschen können. Ach, guck mal, hier ist eine ganze kleine Kolonie. Die stehen sogar auf einem Bein. Moment mal, hier steht sogar in der Luft. Er schwebt. Flamingos, oder? Nicht Pelikane, Flamingos. Pelikane sind die mit dem großen Maul. Das sind Flamingos, oder? Sehe schon, ich muss doch öfter in den Zoo. Meine Freundin hatte für das letzte Jahr noch eine Jahreskarte. Hätte ich mich mal lieber angeschlossen. Oh, das ist so schön. Oh, hier ist ein kleines Wohlfühlspiel. Aber in der Optik, also wegen meiner, macht mir auch mal ein Actionspiel in der Optik. Kein Problem. Wenn wir eh kein Beyond Good and Evil 2 bekommen, wo es ja angeblich noch in der Entwicklung ist, aber naja. Naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Oh, was haben wir hier? Mit denen kann ich so sagen, hello, look here. Und pass auf deine Zunge auf. Ex. Vorsicht mit den Hörnern. It's so fluffy. Ah, guck mal, in den Topf hat er sich mal übergeben. Ah, okay, er hat zu viel Süßigkeiten gegessen. Und das war wahrscheinlich am Ende Dünger. Das war auch nicht so clever.
sieht irgendwie nach einer Ladestation aus. Okay, also bislang in erster Linie irgendwelche Komponenten. Naja, guck mal, hier geht irgendwas rein. Das ist wahrscheinlich die... das ist ein Sender. Ah, okay. Und hier geht es dann mit dem Truck weiter. Denn den... Ja, den will ich ja haben. Und los, dann... Auf in den Truck. In dem Container ist doch bestimmt was drin. Da ist sogar ein... So süß. Hinsetzen? Nee. Oh, mit A kann ich sogar den Van nochmal zusätzlich beschleunigen. Es gibt so viel hier. Ich habe schon gleich die nächste Anlage. Dass die auch immer noch so Garagentore haben. Der Hydro Post. Hier ist auch wieder so eine Anlage. Kann ich damit was machen? Schicki. Was ist das für ein kleines Kart? Das ist... Also, als er noch klein war, konnte er sich hier durch die Stäbe zwängen. Hoffentlich hat er seitdem mehr über Electronics, also Electronics gelernt. Ach, schau mal eine an. Nur die kleinen Entlein. Sehr süß. Ah, hier hast du wieder was, was man... Kann ich das einfach drücken? Ja, tatsächlich. Geht einfach. Bislang noch relativ überschaubar. Also, er hat sich hier in den Rohren gerne versteckt. Wenn er traurig war oder wenn er sauer auf die Eltern war. Die Eltern mochten das natürlich nicht so sehr. Aber alle waren halt zu groß, um ihn hier zu suchen. Einmal hat Rose geschafft, ihn hier rauszulocken. Und zwar ein Versprechen für Kuchen. Der Kuchen ist eine Lüge. Und er wollte Rose nicht enttäuschen. Ja, dann später erfahren, dass der Tarax-Sturm toxischen Regen, also Giftregen, ausgelöst hat. Und das ganze Dorf war in Panik, weil sie ihn nicht finden konnten. Ja, Kinder. Nee, jetzt nicht weiter. Und das ist der Weg zurück. Überraschung! Piep! Der Diebstahl dieser Sammlung ist verboten. Okay. Klingt ein bisschen nach einer Zusatzquest vielleicht. Ich mache jetzt hier wahrscheinlich Quatsch. Das sollte ich noch gar nicht. Sollte ich noch gar nicht sein. Aber egal. Wird man bestimmt noch hingeschickt. Ich schaue mich trotzdem. Oh, die Figur gab es im Trailer. Ach, guck mal, und hier kann man sich dann auch eine Abkürzung bauen. Ah. Sowas mag ich ja, wenn es ein bisschen Metroidvaniger wird. Kann ich denn hier was machen? Ne, das habe ich schon eingesammelt. Und da geht es bloß nach unten. Ne, dann war das vollkommen korrekt. Süß. Sweet, sweet, sweet. Jetzt ist er weg. Das ist ja wie der G-Man. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier doch reingekommen. Na, kleines Autoroboter-Ding. Hallo, Zweifüßler. Hilfe wird benötigt. Ja, was willst du denn? Die Tür ist blockiert. Außenoperation unmöglich. Wieso willst du überhaupt nach draußen?
muss meine Aufgabe, zu, meine Sammelaufgabe abschließen. Insistence by Locke. Also, ich werde belohnt, wenn ich ihm helfe. Was ist das Problem? Der Schalter ist unzugänglich. Da gibt es eine Leiter. Hahaha. Ha, ha. Ah ja, okay, jetzt hat es Klick gemacht. Er kann die Leiter natürlich nicht hochklettern. Wir schon. Piep, piep. Ah, ich verdiene mir eine Belohnung. Darf ich mir jetzt was aussuchen von den Sachen, die hier so schön aufgestellt sind? Ich hätte gerne den Fußball. Ja, war kein Problem. Ja, der Roboter glaubt es nicht, dann ist es das erste Mal, dass ihm jemand geholfen hat. Wirklich? Hast wohl nicht allzu viele nette Menschen auf Sigalo getroffen. Ja, leider waren die Menschen in der Vergangenheit nicht nett. Aber zum Glück sind ja noch ein paar übrig. Das Konsortium hingegen denkt, dass jeder Planet nur eine Ressource ist. Und Menschen, genau wie Roboter, sind einfach nur ihre Werkzeuge. Also draußen erwartet ihn immer noch Enttäuschung. Ja, aber wir kriegen jetzt erstmal ein Geschenk. Ah, hier. New Object. D-Ring. Mikrocomputer allows you to manage automatic planet, plant irrigation essential for maintaining a garden in Sigalo. Ah, das brauche ich wahrscheinlich für irgendeine Quest dann. Gute Wahl. Gut, so viel mit Wahl war da gar nicht, aber... Das wird mir bestimmt schnell in einer Quest helfen, die ich, von der ich noch gar nicht weiß, dass ich sie bekomme, aber die ich bestimmt bekomme. So viele Wege hier, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich hätte jetzt am Anfang gedacht, dass man erstmal zum Dorf kommt und dass das deutlich geradliniger ist. Aber ich glaube, da hinten, das ist sogar schon das Dorf. Oder kann es sein, man fährt hier, ja, man fährt über die Brücke rüber und dann nach links. Also das führt da schon sehr in die Richtung. Aber da sind auch nur Ressourcen drauf. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Bisschen aus, als könnte ich vielleicht hochklettern. Bringt aber nichts. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ah ja, hier. Estello Village. Okay. Das ist das, wo ich sowieso hin muss. So, ein bisschen Komponenten einsammeln, aber ich hole trotzdem noch das Auto. Schon mal ist ein ganzer Truck umgefallen. Da hinten liegt auch noch irgendwas. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man ein Fahrzeug bekommt und in der Gegend ist aber trotzdem noch so viel zu erkunden, dann braucht man halt das Fahrzeug auch erstmal nicht. Müssen wir erstmal umschauen. Was haben wir hier? Oh, Renette Grave. Sterben, gehen sie in die Wüste, um sich selbst zu begraben. Aha. Damit ihre Erinnerungen an zukünftige Generationen weitergegeben werden. Und manchmal wachsen dann in der Nähe kleine Pilze. Und die sammelt man ein und füttert sie an junge Tadpoles. Ich weiß nicht, was Tadpoles sind. Also wir müssen aufpassen, dass wir die nicht zertreten. Da geht's auch schon irgendwie nach oben.
Also wenn ich so weit hochkomme, dann gibt's doch hier irgendwas. Besser ausgerüstet als zuvor. Okay. Aber was ist das? Neffle und Garens sind früher hier oft hergekommen. Okay. Und? Okay, aber mehr ist hier gar nicht. Hm, vielleicht durch ein Story-Element noch irgendwie zusätzlich ausgelöst. Wirkt auf jeden Fall so, als könnte sich da noch mehr hinter verbergen. Küste und... Oh, ja, komm, dann holen wir jetzt mal das Auto. 1, 2, 3 steht an den Wegweisern dran. Okay, da wäre ich auch hochgekommen. Da sind die kleinen gelben Markierungen drauf. Oh, hier gibt es eine Schanze. Oh, das muss ich ausprobieren. Moment. Frage, ob der Van auch Offroad rumfahren kann. Aber ja, denn wir sind schon durch schwierigeres Gelände gefahren. Ah, ist echt so ein Spiel, wo ich so denke, Mensch, eine Vertonung würde so passen, weil es sonst so hochwertig auch aussieht. Und das ist so das letzte i-Tüpfelchen. Ach guck mal, jetzt mit A kann ich noch ein bisschen zusätzlich beschleunigen. Pass auf, das probieren wir jetzt aus. Hui! Hier auf den Turm war Jürgens raufgeklettert. Da vorne ist die Zugstation. Probier's mal mein Glück von der Seite. Und hoffe, dass ich das schon mit diesem Jammer, also diesen Unjammer schon nutzen kann, damit ich hier das Gebiet aufdecken kann. Ich glaube, das hat er doch Jürgens in der Demo schon geschafft. Auch hier hinten lang, oder? Bring ich jetzt was durcheinander. Okay, also da geht's nochmal die ganze Ecke weiter oben lang. Da kann man eine Leiter für den Weg nach unten runter leiten lassen. Da ist schon wieder der Typ. Maritima Receiver. Und hier kann man sich die Abkürzung freischalten. Und natürlich ist er verschwunden. Das war doch sowas von klar. Hier, jetzt kann ich nämlich den Toaster connecten. Ach so, ich muss erst den Jammer. Ach, das ist gar nicht der Schalter für den Jammer. Ich muss den erst ausschalten. Ist der noch weiter oben? Assassin's Jammer. Geil. Aber was ist denn das für eine Bahnstrecke? Wo hätte die denn hingehen sollen, dass da so eine einzelne Bahn draufsteht, aber in keine Richtung macht das so wirklich, ergibt das so wirklich Sinn? Aber wahrscheinlich übers Wasser rüber. Ah ja, und schon haben wir es wieder aufgedeckt. Ah, und da ist auch noch ein Fragezeichen. Also da ist irgendwas. Da ist ein Aussichtspunkt. Ah, okay. Aber die eine Quest habe ich doch sogar schon erfüllt. Wieso sagt er mir, ich hätte da immer noch was zu tun? Hm. This is weird. Wired. Kann man schneller runter? Oh, man kann runterfallen. Aber es gibt offensichtlich keinen richtigen Fallschaden.
Oh, das Fragezeichen könnte auch da oben sein. Auf diesem kleinen Vorsprung, auf diesem kleinen Fels. Es hat auch ein bisschen was vom grafischen Stil von Ashen. Da muss ich auch noch die Demo von deren neuen Spiel ausprobieren, also von Flintlock. Ich hasse dieses mit der Demo nur eine Woche lang. Ah, ein Aussichtspunkt. Na gut, der ist jetzt nicht so spannend. Ah, okay, aber das sind tatsächlich Points of Interest, die man umschalten kann. Also da hinten bei der Oma muss noch was sein und auch bei der Station muss noch was gewesen sein, bei der, bei dem kleinen Roboter. Dass er das jetzt noch nicht umgeschaltet hat. Ui! Ui! Oh nein, 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 nein. Okay. Vielleicht muss man das doch etwas vorsichtiger machen. Naja, aber mehr ist es nicht. Und ja, ich weiß, ich müsste zum Dorf weiter, aber ich bin so neugierig. Ich will mir mal die anderen Sachen anschauen. Also, erstmal schnell zum Zug. Hier kann man... Oder erst zur Tür? Wahrscheinlich kann man hier nicht weiter, weil irgendwas fehlt. Das Küstentor. Also was Türen angeht, das hier ist eine schwierige. Scheint nicht so, als könnte man es von dieser Seite aus öffnen. Aber ich habe noch gar nicht richtig nachgeschaut. Aber es sind tatsächlich nur Komponenten und... Nee, ich komme nicht hoch genug. Okay, aber dann war das tatsächlich eine Bahn, die übers Wasser fuhr, aber hing die an was oder war die denn festgemacht? Weil sie hat ja keine Räder, oder? Also die letzte Notiz vom Board ist 2 Jahre alt. Schade, dass alle gegangen sind, weil es keine Arbeit mehr gibt. Oh, schade, jemand hat seine Katze verloren. Moment, das bin ja ich. Hä? Wie, das bin ich? Achso, er hat seine Katze verloren, oder wie? Aber habe ich jetzt hiermit irgendwas erreicht? Nö. Aber bei dem anderen Turm müsste jetzt eigentlich die Verbindung wiederhergestellt sein. Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Ey, das ist so schön einfach von der Farbgebung. Der Hammer. Aber keine Sitzplätze, oder? Ach doch, hier gibt es Sitzplätze. Das ist der vordere Abteil. Das ist wahrscheinlich nur Transport. Wie hübsch. Aber wie fuhr das? Oh, oder fuhr das im Wasser, das Ding? Na, warte mal, wenn ich jetzt hier... Ah, ein Automat. Der Drink ist grün. Das gefällt mir nicht. Oh, warte mal, hier liegt was. Ein Snack. Zucker. Her damit. Nicht unbedingt der Geschmack, den er haben wollte, aber immerhin. Schau mal, es sieht doch so aus, als würde das eher ins Wasser gehen mit diesen Finnen da unten. Andererseits sieht die Unterseite ein bisschen unordentlich dafür aus, dass es durchs Wasser gleiten soll. Strange Kombination. Aber
Du hast schon ein bisschen Gefühl gekriegt für die in diesem Bereich der Insel, und das nächste Nadelöhr ist dann der Hub, also dieser Ort, diese Location, wo wir Leuten reden können. Aber vorher schauen wir noch, was hier noch ist. So. Überall die Wandkritzeleien, Leute. Okay, aber das ist alles nichts, was ich auslösen kann. Bringt mir nichts. Also kein Fallschaden. Die Gummi. Also was könnte hier oben noch sein? Ah, ich habe oben noch nicht komplett abgesucht. Ich bin direkt nach unten gegangen. Und oben war aber tatsächlich noch was. Genau, ich bin nämlich hier rein, aber hier oben ging es noch weiter. Musik. Wer würde denn seine Werkzeuge hier so liegen lassen? Das ist ja ein merkwürdiges kleines Camp. Das gehört nicht in Nefli oder in, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Und es ist auch nicht Clementines. Das ist ja merkwürdig. Was könnte das sein? Pulli. Okay, also hier fehlt uns noch ein Tool. Aber schön, dass man hier die Songs freischaltet. Vielleicht kann man die dann später im Spiel vielleicht auch noch einzeln aktivieren. So, das haben wir auch erledigt. Was haben wir noch auf der Karte? Wir haben hier noch um den Durchgang was. Das schaue ich mir noch an. Und dann geht's in die Ortschaft. Ah, okay, das ist dann. Da muss man oben lang. Das heißt, hier hoch. Ach Gott, das ist bloß ein Ausblick. Naja, kann man zumindest nochmal bei der Oma rüberschauen. Okay. All done. So geil, dass es wirklich keinen Fallschaden gibt. So, willkommen im Dorf. Hat so viele Charaktere jetzt hier gleich, mit denen man reden kann. Kannst du übrigens tatsächlich jetzt aktuell nur auf Englisch und Französisch spielen. Na guck mal, die Schaukel ist immer noch hier. Garenz hat mal so doll geschubst, dass es komplett rumgegangen ist. Papp hätte danach die Schaukel fast auseinandergebaut.
Oh, interessant, dass sie sich dann quasi einfach die Animationen fürs Rangehen an die Leiter sparen. Ah, Fußball. Tor. Tor. Ah, die Renettes sind zurück. Ach Gott, guck mal, das sind ja Frösche. Das ist ja geil. Das ist auch schön hier auf dem Boden. Das ist ja cool. Da ist ein kleines Kind, eine Krankenstation mit einem Doktor. Da hinten wird gekocht. Ach, das ist alles süß. Das ist ja herzallerliebst. Gut, jede Menge zu besprechen hier mit den Leuten. Ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Folge. Das ist so süß. Da können wir auch mal zwei Folgen draus machen. Echt niedlich. Bin mal gespannt. Also, bis dann. Tschüss.